In so ziemlich jedem Actionfilm gibt es Laserschranken und der Agent findet auch immer einen Weg, diese Laserschranken zu überwinden. Doch ist das nur Fake oder geht das wirklich? Ich habe mir den Max von den Itsubis eingeladen. Hallo. Und der Max hat ziemlich viel Ahnung von E-Technik. Das ist richtig und ich werde heute beim Bau helfen, aber vor allem, wie man auch um diese Schranken herumkommt. Ich bin gespannt, ob du dein Versprechen einlösen kannst. Ich sage, lass uns das mal probieren. Let's go. Für unsere Laserschranke verwenden wir hier so einen ganz kleinen 1 Milliwatt Laser. Das heißt, der ist auch nicht so super gefährlich. Und wie detektieren wir das Ganze? Dazu haben wir hier einen Fotoresistor. Der ist dafür da, je weniger Licht drauf fällt, desto mehr Widerstand erzeugt er. Und damit können wir das Ganze machen. Genau. Und unser Fotoresistor funktioniert so, der hat 10K, wenn es dunkel ist, und 1K Ohm, wenn es richtig hell ist. Das heißt, man kann hier auf jeden Fall, hat jede Menge Bandbreite, um das zu messen. Und um das zu messen, nutzen wir einen Arduino, den ihr ja auch ungefähr ständig bei euch verwendet, oder? Genau, Arduino ist dafür immer super. Ja, ist leicht zu programmieren und ziemlich, ja, brauchbar, wenn man analoge Signale messen möchte. So, in unsere Platine haben wir nun einen Widerstand und einen Fotowiderstand eingebaut. Mithilfe eines Arduinos können wir nun damit eine Widerstandsveränderung messen. Genau, ist eine ganz simple Spannungsteilerschaltung. Kannst du eigentlich löten? Okay, sorry, ich dachte, ich frage nochmal. Dann würde ich vorschlagen, du lötest kurz, ich tippe den Code für den Arduino ein und dann schauen wir, ob wir es zum Laufen kriegen. Ja, das hört sich super an. So, du warst super fleißig, hast direkt 3 von den Schaltungen gebaut. Das heißt, wir können jetzt eigentlich direkt anfangen zu testen, oder? Ja, ich hoffe, dein Code hält er jetzt auch mit. Du baust ganz schön Druck auf, aber ich glaube, das brauche ich manchmal. Ich glaube tatsächlich auch, dass mein Code gut funktioniert. Sicherlich nicht der eleganteste Weg, aber ich meine in der Kürze der Zeit. Aber ich würde sagen, wir testen das jetzt mal. Ich habe den seriellen Monitor angeschlossen. Jetzt ist momentan, sagt er, alles ist gut. Ja, aber es ist auch viel lichter, wie mir aufgefallen ist. Da hast du natürlich recht. Vielleicht sollten wir einfach mal eins von den Widerständen zuhalten. So. Ja, löst ja einen Alarm aus. Das heißt, wenn jetzt das Drumherum ein bisschen dunkler wäre und nur dieser Laserstrahl da wäre und der unterbrochen wäre, dann würde ein Alarm ausgelöst werden. Viele von euch haben sich ja mehr Physik gewünscht und deshalb schauen wir uns jetzt mal die Fotowiderstände genauer an. Ein Fotowiderstand besteht aus einem Halbleiter. Er hat die Eigenschaft, dass sich sein Widerstand unter der Einwirkung von Energie verändert, wie zum Beispiel der Energie von Photonen, also von Lichtteilchen. Einen Halbleiter kann man sich mit dem sogenannten Bändermodell ziemlich gut erklären. Dort gibt es das Leitungsband und das Valenzband. Ist das Leitungsband leer, also hat keine freien Elektronen, kann kein Strom fließen. Bei Leitern überlappen sich beide Bänder. Die Elektronen des Valenzbands können durchs Leitungsband fließen, der Stoff ist also leitend. Bei Isolatoren ist zwischen den beiden Bändern eine große Lücke. Hier ist das Leitungsband leer und das Valenzband voll, es kann also kein Strom fließen. Und bei Halbleitern? Naja, da ist die Lücke recht klein. Fällt nun Licht auf den Fotowiderstand, wird die Energie des Lichts absorbiert, also aufgenommen, und dann können die Elektronen vom Valenzband ins Leitungsband gehoben werden und der Widerstand nimmt ab. Und dann können halt diese Halbleiter plötzlich doch ganz gut Strom leiten. Und das können wir mit dem Arduino, mit unserem Spannungsteiler messen. Das sind jetzt die Basics. Ich habe euch mal ein paar weitere Links in die Beschreibung gepackt, falls ihr mehr zu dem Thema wissen wollt. Und falls ihr Fragen habt, stellt sie in die Kommentare. Und auch nochmal vielen Dank für euer Feedback, weil ihr uns damit helft, unsere Videos besser zu machen. Und ich meine, ich bin zwar seit Anfang an bei Phil's Physics dabei, aber es ist das erste Mal für mich vor der Kamera. Und das ist auch für mich ziemlich ungewohnt und da hilft es mir, wenn ihr mir schreibt, was ich besser machen könnte. So, wir haben unseren dunklen Raum gefunden und wir haben das Wertvollste, was die Physik zu bieten hat, einen Einstein in unsere Vitrine getan. Und der ist natürlich geschützt durch unsere eigenen Lichtschranken, die wir hier aufgebaut haben. Marke Eigenbau, Qualität, natürlich. Professionell, würde ich sagen. Aber wir werden jetzt natürlich auch unsere eigene Erfindung schlagen. Hast du recht. Ich würde sagen, du bist Gast auf dem Kanal. Du fängst an. Dankeschön. Dann wollen wir mal mit dem Haarspray anfangen. Okay, und ich gehe an den PC und check, ob die Lichtschranke durchbrochen wird. Ja.
So, also man kann sehen, es ist kein Alarm ausgelöst. Deine Methode hat funktioniert. Ja, auf die Klassiker ist halt immer Verlass. Ja, hast du wahrscheinlich recht. Bin mal gespannt, ob mein Hack auch funktioniert. Mein Laser leuchtet schon mal. Du bist bereit mit dem Alarm. Hier ist unser menschlicher Alarm. Und jetzt versuche ich mal, genau den Fotowiderstand zu treffen. Scheiße. Siehst du was am Bildschirm? Nein, ist noch kein Alarm ausgelöst. Okay, ich versuche mal, die erste Schranke zu durchbrechen. Ja. Leuchtet drauf und? Immer noch nichts. Immer noch nichts. Kommst okay. Weiter? Jetzt muss ich mir was überlegen, wie ich das mit den anderen Schranken mache. Ich gehe nochmal nach oben. Okay. Und Alarm, Alarm, Alarm. Ich gebe zu, meine Technik hat so einen minimalen Haken. Und zwar, so ein Laserpointer ist halt ein Pointer. Der hat nur einen sehr kleinen Punkt. Und ich habe drei Fallen nah beieinander. Also allein das Positionieren bei einer Falle ist schon schwer genug. Wenn ich das jetzt bei dreien mache, ist das unrealistisch, aber ich habe da noch so einen kleinen Trick mir überlegt. Und zwar, welches Licht dieser Fotowiderstand nimmt, ist eigentlich egal. Es geht vor allen Dingen um die Intensität, die da ankommt. Und ich habe die Hoffnung, dass das Licht von meiner Handykamera, ja, wie geht's an? So, dass das Licht von meiner Handykamera hell genug ist, um den Alarm zu überlisten. Okay. Du bist bereit? Ich bin bereit. Okay, Test in 3, 2, 1. So. Und? Ich bin erstaunt, dass das tatsächlich funktioniert. Echt? Ja, du bist durchgekommen. Was? Okay, krass. Warum ist es denn jetzt? Oh, jetzt bin ich da, habe ich da einen Schatten geworfen. Na gut, aber es hat funktioniert. Geil. Ja, super, der Einstein gehört uns. Ich muss zugeben, ich bin überrascht. Wir haben es bis zum Einstein geschafft. Und es ist total verrückt, dass diese Tricks der Agenten aus dem Film auch in der Realität funktionieren. Ja, ist schon erstaunlich. Mit dem Deo eigentlich super simpel. Man sieht, wo die Strahlen sind. Man hüpft einfach drüber, wenn es denn möglich ist. Und gut, mit deiner Methode konntest du sowieso das komplette System canceln. Ja, vielen Dank für das Kompliment. Aber man muss fairerweise sagen, in der Realität funktioniert das so nicht. Denn in der Regel werden keine Laserschranken, sondern Infrarotschranken verwendet. Und die befinden sich im nicht sichtbaren Bereich. Ja, ist auch nochmal ein Stückchen sicherer. Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Mythen oder Theorien, die wir überprüfen sollen. Dann schreibt sie mal in die Kommentare und schaut auch mal bei Max bei den Izubis vorbei. Ja, denn da gibt es die E-Hacks mit verschiedenen Elektronikprojekten, DIY-Projekten und all so ein Kram eigentlich. Und ich habe gehört, ab und zu kann man da auch was Cooles gewinnen. Genau. Und dann würde ich nur noch an meinen... Oh Gott, renn!